Eine sehr wichtige Entscheidung, die heute getroffen wird. Wir werden sie mittragen aus bekannten Gründen, aber trotzdem, die Inflation hat in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, zurückliegenden Monaten, wirklich enormen Schaden angerichtet. Und das ist auch der Grund unserer massiven Kritik. Wir bräuchten heute diese Vorlage, dieses Gesetz nicht, wenn die Bundesregierung ordentlich gehandelt hätte, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Und da hat es so Beispiele gegeben in Europa, auch wenn man wieder immer darauf hindeutet, dass das alles nicht so ist. Aber wir sind jetzt Schlusslicht in Europa und haben die höchste Inflation. Und dann hören wir immer wieder, auch heute wieder, weiß nicht, was der Vizekanzler, der war halt richtig aufgekratzt, geritten hat, aber wir hören dann immer wieder Kaufkraftsteigerungen in Europa. Ja, zeigen Sie mir die bitte, Kolleginnen und Kollegen. Bei Pensionisten, die Abschläge haben, 15% oder bis 20%. Bei Mindestsicherungsbezieher, wo sind da die Kaufkraftsteigerungen? Oder was sind die Kaufkraftsteigerungen bei den Arbeitslosen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Aber jetzt zur Vorlage. Und was wir wirklich nicht verstehen, und das ist halt schon angekündigt und auch gesagt worden, sie haben die Choro der Pensionisten richtig abgestraft. 6.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind hier massiv benachteiligt. Einmal zum Beispiel, wenn eine Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer 24 in die Choro der Pension geht, hat sie dort Abschläge zu verzeichnen von 15,6%. 24 greift dann die Schutzklausel nicht mehr, kommen noch einmal 6% dazu. Das ist ein Verlust von oder Gesamtabschläge von 20%, mehr als 20%, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ein Wahnsinn. Das ist so viel Geld. Das sind 7.000 Euro pro Jahr. Und wenn man 15 Jahre vielleicht in Pension sein kann, sind das mehr als 100.000 Euro. Das ist eine Schande, meine Damen und Herren, dass so etwas jetzt umgesetzt wird. Und das ist ein Schlag ins Gesicht der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer. Es ist in Wirklichkeit eine Demütigung für die Menschen, die lange Jahre gearbeitet haben, 45 Jahre, 47 Jahre Beiträge bezahlt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich glaube, vor allen Dingen an die Adresse der ÖVP gerichtet, das wird Ihnen politisch noch teuer zu stehen bekommen und zu Recht. Und wir bleiben daher bei unserer Forderung. Wir glauben einfach, wenn du 45 Jahre gearbeitet hast, dann musst du auch abschlagsfrei in Pension gehen können. Dankeschön. Nach 45 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen können, das fordert Rainer Wimmer von der SPÖ.